Die Diebesgilde macht uns ganz schön zu schaffen, Leute. Die sind nämlich extrem stark, die Dinger. Willkommen zurück zu Gothic 2 in der Gold-Edition, beziehungsweise mit der Erweiterung Die Nacht des Raben, wo wir noch relativ frisch bei der Miliz sind und hier so diverse Aufgaben erstmal lösen gehen, bevor wir die Story weiter ins Rollen bringen. Den Heini hier haben wir bereits vernichtet. Die Alte hat sich mit dem komischen Typen gekloppt, aber hier müsste ja immer noch die Alte persönlich sein. Die ist ja gar nicht sauer auf mich. Ich dachte, die geht direkt auf uns los. Moment. Verdammt. Pass auf. Nochmal und ich verpasse dir eine. Na warte, du Mistkerl. Ich hasse sie. Sie ist so stark. Ah, ich will nicht stehen bleiben. Lauf doch mal weiter. Wieso kann ich hier unten eigentlich nicht jumpen? Bleib stehen, du Feigling. Oh. Krieg ich dich doch noch. Kommst du da nicht raus? Das ist natürlich gut, dass die Alte sich da jetzt selber so ein bisschen eingebackt hat. Da haben wir leichtes Spiel mit ihr und haben die Diebesgilde auch gleich vernichtet. Ziege, Zage, Hühnerkacke. Boah, 500 Erfahrung war die wert, die Alte. Die hat auch wirklich gut zugepackt. So, was haben wir denn hier? Wir haben das grobe Schwert, schöne Milch, Wasser, Waldbeeren, Schutz des Holzes. Ach, das war der Ring, die Blutkelche hat sie auch noch. Nichts zu holen. Und das ist jetzt besagter kleiner Schlüssel wahrscheinlich für die Truhe drüben auf der Insel der Diebe, die wir bisher nicht öffnen konnten, weil wir dafür ja so unbedingt einen Schlüssel brauchen. Da können wir da mal schnell rüberschwimmen, weil ich würde natürlich ganz gerne wissen, was die in der Kiste hat. Und ein bisschen mehr Gold im Inventar wäre ja auch gar nicht mal so schlecht. Da müssen wir doch gleich mal schauen. Da haben wir die Sachen mit der Diebesgilde nämlich auch hinter uns. Was wir lernen wollten, haben wir ja bei denen gelernt. Die sind für uns sozusagen gar nicht mehr relevant. Da können wir uns schön das Kopfgeld dann abholen beim André. Da freut der sich. Und dann haben wir eigentlich, was die Kleinquests angeht, hier jetzt erstmal so alles geregelt. Da werden wir dann wohl zum Oberhaupt der Paladine hier in der Stadt gehen. Ihm unsere Nachricht bringen und dann mal sehen, was der Knilch von uns will, ob der uns das Auge freiwillig rausrückt oder ob wir dem die Fresse polieren müssen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich gegen Paladin Oberhaupt ankomme. Weil ich ja auch so gut gegen so ein paar Diebe angekommen bin, ne? Also hatte ich ja überhaupt keine Probleme mit, die habe ich 1 fix 3 fertig gemacht. War ganz schwer, wirklich, ganz schwer. Wir müssen dann aber auch nochmal den Raum zurück. Kann sein, dass der andere Dieb dann noch tot rumliegt. Ich weiß sowieso nicht, warum die Kassia den abgemurkst hat. Normalerweise müssten die zu dritt gegen mich kämpfen. Aber ich stelle den Lauf der Welt nicht in Frage. Seine Zeit war gekommen. Wer bin ich, dass ich ihnen den Zugang ins Höllenreich verwehren würde? Gibt es hier noch Waranskis? Wenn ja, bin ich traurig, weil ich habe gerade voll keine Lebensenergie für solche Scherze. Sieht aber tatsächlich nicht so aus. Wo war denn der blöde Höhleneingang? Hier, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, ist die hässliche Falle denn jetzt entschärft? Eigentlich haben wir hier an der Fackel gezogen, also eigentlich müssten wir hier rüber können. Ja, sehr gut. So, welche Truhe waren jetzt die verschlossene? Du schon mal nicht. Du bestimmt, hä? Nee, du auch nicht. Scheiße, verdammt. Dann warst du es, ganz sicher. Aha. Oh, 2 Silberkelche, Schatulle. Oh, viel Gold. Das freut das Herz. Das freut das Herz. Wunderbar. Da haben wir das Diebesversteck hier auch endgültig geplündert. Was will man denn mehr?
So, jetzt gehen wir nochmal schnell zurück. Wir müssen ja sowieso ins obere Viertel. Da können wir auch ruhig nochmal durch die Kanalisation durchtrampeln. Bevor wir die dann alle verraten. Eigentlich können wir jetzt nur noch ein Hintergitter bringen, nämlich die Hotelbesitzerin. Die trägt ja immerhin die Schuld, nicht wahr? Sie hat doch genau gewusst, was sich in ihrem Keller abspielt. Da kann sie sich jetzt nicht mehr rausreden. Fräulein, hör mal. So geht's ja mal gar nicht. Zack. Ab ins Gewässer. Müssen wir natürlich wieder 78.000 Meilen paddeln. Aber das Gold war's wert, das Gold war's wert. Aber heftig, dass die Alte mir direkt 500 Erfahrung getroppt hat. Das ist natürlich, das ist mega schön und mega nice. Da freue ich mich sehr drüber. Die können wir gut gebrauchen, die Punkte. Dann werden wir hoffentlich bald mal wieder ein Level-Up haben. Kann ich das hier nachgucken? Ach du, ach Gott, nee. Ach nee, hätte ich nur nicht nachgeschaut. Da fehlt uns doch noch ein bisschen was. Bewaffnet mit unserem Piratensäbel hier. Den ich eigentlich nur habe, weil er Schaden bringt. Aber eigentlich will ich wieder auf meine Zweihandwaffe zurückgehen. Da habe ich ja immerhin schon ganz schön kritische Trefferchancen dabei. Und allgemein schon ein paar Kampfkombos und so. Oh, wir hatten hier unten nicht aufgepasst. Geparkt wie Jack Sparrow, sage ich euch. So. Sind wir doch fast wieder da. Ich riech schon die Scheiße. Die Scheiße und die Leichen. Welch süßer Duft. Lord Peters erstes Parfümerie-Ski. Für 98 Euro. Die 50 Milliliter Flasche. Der perfekte Duft für alle Zocker. Hey, lag da noch was, das ich mitnehmen kann? Nee, da guckt nur ein Fuß raus. Alles gut. Aber interessant, dass hier unten doch so viele Räume auch rum existieren. Hier war doch auch noch irgendein Raum, oder nicht? Oder bin ich jetzt eins zu früh? Weil irgendwo war doch hier noch eine verschlossene Türe. Ich glaube, das war hier die nächste Nische. Ne, hier stehen doch auch noch Kisten. Ne, da ist eine Tür, alles gut. Kommen wir da ran? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Wo kriege ich den Schlüssel für diese Kammer her? Das ist jetzt doch relativ mysteriös, muss ich gestehen. Dass hier so eine verschlossene Kammer rum existiert. Grüß dich, hast du einen Schlüssel zufällig? Du hast einen Schlüssel. Ein rostiger Türschlüssel aus der Kanalisation. Das könnte doch noch nützlich werden. Ah, es leckt. Es leckt mega. Was war das? Ich will sofort, dass das aufhört. Wenn das nochmal passiert, dann zeige ich euch alle an. Da verstehe ich keinen Spaß bei sowas. Als ob der so laut redet, dass man den hier durch die Dingenses durchhört. Ah, gucke mal einer an. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir hier überhaupt was? Mann, das ist eine Finsternis hier. Habe ich nicht mal eine Fackel dabei oder sowas? Ich will ja auch mal was sehen. So. Viel ist hier nicht. Wir haben hier noch eine mega verschlossene Truhe. Das ist auch schon alles hier, hä? Moment. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das für eine Truhe? Verdammt. Hä? Moment. Ich muss mir mal eben, ich muss mir jetzt einen Zettel holen. Das geht so nicht. Die Truhe hier ist ja heftig. Zack. Soweit habe ich es mir gemerkt. Also. Okay, also. Oh.
hasse diese Truhe. Oh Mann, ich hasse dieses Spiel gerade. Was ist das für eine Truhe? Das gibt's echt überhaupt nicht. Oh, endlich! Meine Herren, Alter, was war das denn bitte für eine Kiste? Die war ja übelst! Oh, Freunde. So, was haben wir denn hier? Elixier der Geschicklichkeit, sehr schön. Permatrank ist immer gut. Amulett der Kraft, Stärkebonus, das klingt auch gar nicht mal schlecht. Goldener Kelch, viele, viele Silberkelche und ganz viel Gold. Was haben wir denn für ein Amulett aktuell an? Wir haben doch eins, das uns eigentlich relativ fett Lebensenergie noch spendet, ne? Ach Gott. Da hätten wir hier natürlich was anderes, ne? Das edle Langschwert könnten wir zum Beispiel benutzen. Oh, sogar schon so einen groben Zweihänder hier. Das Schwert bringt uns ganz schön... Ich verstehe das nicht, warum die ganzen Einhandwaffen alle so viel Schaden mehr machen angeblich. Für viel weniger Stärke, das finde ich relativ unlogisch eigentlich. Aber naja gut, ich kann es nicht ändern. Wo ist mein Geschicklichkeitstrank? Die Sache ist halt, ich habe jetzt deutlich weniger Lebensenergie, mit der ich klarkommen muss. Ich hau mich hier erstmal schnell ins Bett rein. Und schlaf mal bis zum nächsten Morgen. Erstmal wieder die Fackel anmachen. So, jetzt können wir uns aber wirklich mal das Kopfgeld abholen gehen. Muss ich denn jetzt lang hier längs? Liegt immer noch das tote Etwas rum. Ah, das sind aber enge Gänge hier, hör mal. Ich krieg die Tür halt nicht auf. Ich krieg die Tür halt echt nicht auf. Machen wir es so. Was ist das denn für eine blöde Tür? Einmal durchgetrickst und fertig ist. Ich glaube ja, wo es hackt. So. Hört ihr Bewohner von Korinis? Das heißt doch heutzutage nicht Bewohner, sondern Bewohnenden. Wir müssen schön geschlechtsneutral bleiben, mein Freund. Na, ihr Schwertschwingenden. Ich will ein Kopfgeld kassieren für die Verbrechenden. Grüß dich, André. Wegen der Diebesgilde. Ja? Ich habe sie alle zur Strecke gebracht. Damit hast du der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Du hast deine Pflicht erfüllt, wie es sich für einen Diener Innos und einen Soldaten des Königs gehört. Hab ich gern gemacht. Dir steht ein Kopfgeld für die Banditen zu. Hier, nimm es. Ho, 300 Münzen, nicht schlecht. Kann ich nicht die alte? Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Verpfeifen aus dem Hotel? Hätte ich eigentlich gedacht, dass ich das kann, aber gut, okay. Ah, eine Sache hätten wir noch. Wir haben ja hier immer noch Lemas Schuldenbuch. Wer steht denn da alles drinne? Geschäfte und Schulden. Ich, Meister Turm, Schreiner von Korinis, schulde dem ehrenwerten Herrn Lema 200 Goldmünzen. Ich, Karagon, Wirt in Korinis, schulde dem ehrenwerten Herrn Lema 150 Goldmünzen. Isha Hana, Besitzerin des Hotels in Korinis, schulde Herrn Lema 250 Goldmünzen. Da gehen wir erstmal zu Hanna. Obwohl,
Das Buch können wir bestimmt zurückkaufen, wenn wir es einem Händler geben, oder? Die Frage ist, ob das so einfach funktionieren wird. Ich meine, hier sind keine Wachen groß in der Nähe. Die Hanna, die können wir doch eigentlich auch über einen Haufen zwiebeln, oder nicht? Kriegt doch eh kein Mensch mit. Schau mal, was ich hier für ein Buch habe. Lemas Schuldenbuch. Wie bist du daran gekommen? Tja. Wenn Lema es nicht mehr hat, ist das gut. Aber lieber hätte ich es selbst. Hier, nimm das Buch. Danke. Nimm das hier als Belohnung. Was hast du mir da gegeben? Es ist ein Schlüssel zur Pforte des Reichtums. Na wa... Komm schon, fall um halt. So, das Schuldenbuch holen wir uns zurück. Da können wir nämlich noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Können wir die Alte irgendwie verzaubern? Weil ich habe offen gesagt keine Lust... Oh, ein Apfel. Ich habe offen gesagt keine Lust, jetzt hier Kopfgeld zu blechen. Aber wir haben gar keine Spruchrollen mehr. Ein schmaler Beugel wiegt nicht so viel. 10 Goldmünzen. Oh Mann. Wir haben 3 Turmschlüssel. Du bist ein... Dein Respekt. Haben wir denn auch 3 Türme aufgemacht überhaupt? Oder haben wir von der jetzt einen Turmschlüssel gekriegt? Wir gehen mal die Türme ab, die ich so kenne. Hier waren wir doch, glaube ich, drin, oder nicht? Also zumindest liegt hier nichts weiter. Dann gehe ich davon aus, dass wir hier drin waren. Weil meiner Meinung nach waren wir nur in 2 Türmen und nicht in 3. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht auf. Hier kommen wir jetzt nicht rein. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hier unten haben wir den Kneipenschlingel. Der für das Buch bestimmt auch gut Geld geben wird. Hier müssen wir halt nur aufpassen. Das Buch hier können wir nicht zurückprügeln. Zumindest nicht so einfach, denke ich. Weil hier ja immerhin auch Wachen durch die Gegend stachseln. Hier hast du das Buch. Danke. Du hast mich gerettet. Lema kann ziemlich ungemütlich werden. Hier, nimm das als Belohnung. Es ist der letzte Schluck. Kann ich das Buch jetzt ganz legal zurückshoppen? Kann ich. Oho! Die Äpfel nehme ich doch mit. Ich probiere es mal. Sehr schön. Nochmal ein bisschen Gratiserfahrung. Wo... Sind die fucking Äpfel, Alter! Aber einen hebe ich mir doch mal auf. Ich weiß nicht, ob ich mal einen brauche. Dann gehen wir jetzt noch zur letzten Adresse. Dann haben wir die ganzen Adressen fürs Buch nämlich abgearbeitet und haben dadurch nochmal schöne Erfahrungen gesammelt. Alles solche Kleinigkeiten, um die man sich hier kümmern muss. Da können wir gleich mal hier bei dem Turm mitgucken. Weil in dem Turm da hinten, da waren wir ja eigentlich schon. Haben wir jetzt endlich mal einen Schlüssel, der hier hinpasst? Ohne den richtigen Schlüssel. Nee, wozu denn auch? Und keine Dunkelheit. Keine Dunkelheit, ja. Da kann ich aber nicht pennen. Das weißt du schon. Hey, du. Ich habe hier Lemas Schuldenbuch. Woher hast du es? Das sollte dich weniger interessieren als die Tatsache, dass dein Name drin steht. Gib es mir. Was bekomme ich dafür? Ich habe kein Geld übrig und kann dir nichts geben, außer meinem Dank. Dankeschön. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn hast du denn noch welche? Das ist doch die Frage, die mich interessiert hier, hör mal. Nee, irgendwie nicht. Der hat allgemein nichts, was mich jetzt weiter interessieren könnte. Ich beklaue den mal lieber nicht jetzt hier. Das könnte ein bisschen schmerzhaft werden, wenn ich mich mit dem Falschen anlege. Hier waren wir ja auch so weit drinne. Woher haben wir denn den 3. Turmschlüssel? Waren wir vorne noch in dem Turm? Ich weiß gar nicht, warum er sich so... Dass du nichts weißt, ist mir klar. Mit dir habe ich ja auch überhaupt gar nicht geschwafelt jetzt, oder was? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie. Den richtigen Schlüssel, den kannst du hier sonst wo schieben, hör mal. Ach, wir haben hier ja auch noch die Banditen im Wald. Oh, wir haben immer so viel zu tun. So, waren wir hier schon drin? Ja, hier waren wir auch schon drin, wie es aussieht. Nee, dann hat die uns irgendeinen anderen Schlüssel gegeben. Schade.
Ich frage mich, wer noch die Turmschlüssel hat, weil wir brauchen immer noch einen Turmschlüssel für den Turm hier rechts in der Gasse. Ich will da eigentlich unbedingt rein. Muss ich mal in Erfahrung bringen, Leute. Muss ich mal in Erfahrung bringen. So oder so, für unsere heutige Folge haben wir schon wieder das Ende erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß weiterhin und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über jeden Daumen und jedes Abo, das ich kriegen kann. Ich danke euch, macht's gut.